Also wenn wir durch die Rutschtür durchgehen, kamen einfach nur sehr, 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 sehr viele Gegner. Dann kam der Strahlungsschaden und so weiter und so weiter. Ich glaube, da war die Bücherei gar nicht. Wie hat's angefangen? Wir haben, wenn man in den Dungeon reinkommt, links den Raum gefunden mit dem ersten Kristallschädel. Und darüber war dieser Ausguck, wo die mit den Laserwaffen rausgeschossen haben. Dann sind wir aber unten erstmal rein, haben die Kristallschädel genommen, haben die erste Schriftrolle gefunden. Genau, die erste Schriftrolle gefunden. Und dann war da schon der Schlüssel zur Feuertür. Ich glaube, das war der zweite Schritt. Also wir können einfach mal ganz kurz hinlaufen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als wenn ich jetzt wieder aufgeschreckt durch die ganze Weltgeschichte purzel. Wir gehen jetzt kurz dahin, da unten, und gucken, was da. Ja, wir können ja nicht gucken, was drin war. Das. Nee, es bringt uns nichts. Also wie ein aufgeschrecktes Huhn durch die Weltgeschichte purzeln. Und ein, zwei Gegner töten. Weil ich denke nicht, dass bei den ganzen Gegnern hier irgendwo Bücherei mit dazwischen war. Oh, ist alles Gold, was soll's. Ah ja, und hier konnten wir runterspringen und kommen dann in den Reaktorraum. Gut. So, nimmst du uns inzwischen? Zugriff verweigert. Zuerst müsst ihr alle Codes eingeben. Nicht so. Sollten wir mal sortieren, ne? Erster Offizier, Navigator, Captain, Brief ans Nergel. Klar sind die fünf. Wie viel haben wir aufgeschrieben bisher? Fünf, ja. Nee, okay, ich sehe es ein. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, Wasser in die Gruben zu kippen, damit der Reaktor runterkühlt. Aber na gut. Doch, das sieht so aus, als wenn hier die Bücherei sein könnte. Und dann sind wir weggelaufen. Dann kam irgendwann das Djinn-Gebiet. Mit diesen ganzen Seitennischen. Mit dem Wasser in der Mitte, wo wir keinen Schaden mehr bekommen haben. Hier. Und hier ist die Bücherei. Ja, sehr schön. Ein, zwei Djinns töten. Und zwar nur einer, glaube ich. Du. Heilung. Aha, noch einer. Kraftheilung. Genau, Bücherei, sehr schön. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Du bist jetzt für die Tür hinten bei Schlüssel zur Warntruhe? Amulett des Charms, nö. Doktor. Doktor heißt. Was? Ückem? Ach, sein richtiger Name, nicht Pille. Gott, wie heißt der richtig? Ist doch was Schottisches, oder? Myokum, kommen. Den schreiben wir erstmal auf Yocm. Yocm. Kommt erstmal zu ihr, damit ich sie bei Gerugon richtig einsortieren kann. Oder auch nicht. Da. So. Jetzt müssen wir alle haben. Das heißt, jetzt kannst du uns bitte wieder. Nee, lauf jetzt zu Fuß hin. Wenn ich jetzt wieder zum Kontrollraum gehe. Obwohl, warte mal. Der hat was gesagt, von wegen, wir müssen im Kontrollraum die Codes eingeben. Und nicht beim Teleporter. Komm, weg, der Lana auf.
Na gut, trotzdem ist mein Plan jetzt, ich laufe zurück zu dem Teleporter. Also das blaue Wasserding auf dem Boden. Über dem Reaktorraum. Versuch da, mich hoch zu teleportieren. Wenn das nicht geht, teleportiere ich mich wieder in den Raum mit den drei Schaltern. Lauf, 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 lauf. Heilerin hat keine Zauberpunkte mehr. So. Ruhe. Sehr schön. Da ist der Knubbel, der zeigt, dass es danach zum Reaktorraum geht. Jo. Strahlungsschaden. Ne, Zutritt verweigert. Du, Leuchtfeuer zurückspringen, dahin. Hm. Nein, nein, nein. Du, bring uns zurück zu den drei Knubbeln. Nee. Es geht nicht. Du, bring uns zurück dahin. Tür ist verschlossen. Wo ist eine Warntruhe? Also V-A-N, ne? Schlafen. Du, das da, du, das da. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier? Nein. Das sieht ja nämlich aus wie eine Truhe da hinten. Du, spring mal. Ja, sieht definitiv truhenähnlich aus. Du machst den Spruch. Und wir gucken mal, ob wir nicht ein bisschen mit Magie helfen können. Wer hat Telekinese? Du, Sprung. Ich hätte mir das vielleicht vorher raussuchen sollen. Lay dann wahrscheinlich. Hm? Lay. So. Telekinese da. Also du springst. Du telekinesierst. Nichts. Das ist nicht sehr episch gewesen. Okay. Schlüssel zur Warntruhe. Ich glaube, ich sollte mich im Reaktorraum nochmal... Achso, die hatten wir schon. Ich glaube, ich sollte mich im Reaktorraum nochmal umgucken. Und sicherheitshalber alle Kisten ganz plündern. Nur für den Fall, dass da irgendein Trigger drin ist, den wir übersehen. Also vielleicht ist hier unten irgendwo... noch eine Truhe versteckt. Aber für mich Warntruhe. Vielleicht ist es eher der Sarkophag. Das ist ja alles hier so ägyptisch angehaucht. Also ägyptische Roboter des Todes aus dem All. Naja, da ist nichts. Du, Sprung. Ah, da geht's weiter. Sackgasse ohne Schalter, ohne Geheimtüren, okay. Und du führst wieder zurück zu dem Knubbel da hinten. Ja, nee. Ich glaube, damit hätten wir den Unterbereich jetzt abgedeckt. Da ist nix, da ist nix. Wo führtest du hin? Achso, zum großen runden Raum, der... Ich glaube, ich sollte mal weitergehen. Also hier kam jetzt dieser große... Nein, das ist falsch. Irgendwo kamen wir zu einem großen Raum, wo man außenrum hochgehen konnte. Das war anscheinend nicht hier. Das ist auf der anderen Seite von hier. Weckt mal einer Geron auf. Ich glaube, das kann nur sie. Hier ist nichts.
Der Gebrauch des Zeichen der Sicht ist auf Kommunikationstechniker beschränkt. Kommunikationstechniker, also Hurra. Falle. Weibliche Charaktere vielleicht? Nein. Doof. Geh auf. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Versorgungsoffizier. Wäre das dann Pille als Medikus? Ich guck mal ganz kurz hier in die Horde von was auch immer das alles waren. Primär Djinns, ne? Ob hier eine Kiste in der Ecke liegt. Nö. Ah, ein, zwei erwischt. Nee, nicht du. 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 Heilung. Nö. Das ist keine Kiste, da ist einfach nur der Tod. Das muss ja nicht sein. Gut. Als wir beim Eingang links in das Fenster reingesprungen sind, kamen wir raus im Gin-Bereich. Ich hätte niemals durch das Fenster springen sollen, das bringt das Ganze jetzt total durcheinander. Also Reihenfolge wäre gewesen. Man kommt rein, links, kriegt den roten Schlüssel, geht in den roten Bereich, findet da den Weg zum Gin-Bereich, geht da in die Bücherei, findet da zwei Schriftrollen. Eine Truhe, die man nicht öffnen kann. Dann geht man weiter in den Wassertempel, findet da einen Schlüssel für die Truhe in der Bücherei, geht zurück zur Bücherei und findet den Schlüssel von Wahn. Die Wahntruhe. Du Heilung. Ich glaube, ich gehe zurück in den Raum mit dem Teleporter. Mal wieder. Und guck, ob die Säule in der Mitte jetzt vielleicht irgendwie zu öffnen ist. Ah, ist ja auch noch ein Weg. Oder ist das nur eine Fackel wieder? Ah, das ist nur eine Fackel. Ja, hier ist nichts. Ja, also geht er jetzt wieder rein und versucht in der Mitte jetzt eine Säule zu öffnen. Vielleicht ist das hier eine Truhe. Und sonst? Platte, Bild, Platte, steht aber nichts. Doch. Achtung, Energieverlust. Höchste Alarmstufe für die Technik. Was habt ihr in Stein gehauen? Im Falle eines Energielecks muss zur eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit in einem der medizinischen Becken gebadet werden. Ah, okay. Das heißt, wenn wir längere Zeit nicht im Wasser waren, kriegen wir Schaden. So funktioniert das also. Okay. Muss Becken gebadet werden? Ja. Höchste Alarmstufe für die Technik. Oh. Nee, das da oben war nur ein Teleporter. Glaube, als wir hier außen lang gegangen sind, vor 4 Folgen oder so, wir sind hier schon ganz schön lange drin, gab es ein Fenster, wo man durchspringen konnte. Und er kam auf der Rückseite von der Pyramide an. Ich glaube, da könnte es auch noch weitergehen. Aber erstmal kurz Teleporter nochmal testen und die Säule in der Mitte testen. Das Ding da, genau. Ja, Strahlungsschaden. Zählt das hier als medizinisches Becken? Jo. Okay. Aber nicht sehr lange. So. Der Brunnen von Wahn muss als letztes geschlossen werden. Was? Nur der, der den Schlüssel hat, darf den Code sprechen. Gerogon. Gerogon. Zuerst müssen alle Codes eingegeben werden. Wie zum Geier? Ich spreche jetzt jeden Namen, der hier steht. Brief an Garrick, nein. Nein. Oh, okay. Ingenieur ist. Sollen wir den richtigen Namen nehmen oder den falschen? Ich nehme den falschen.
Docs. Was? Ist das jetzt richtig oder falsch? Name des Kommunikators. Nehmen wir das Falsche. Ah, hu, hu. Sehr gut. Denke ich. da wollen wir nicht runter. Stopp, was hat. Nein, falsch, ja. Das Ding hat doch gesagt, irgendwas mit zuletzt soll. Der Brunnen von Wahn muss als letztes geschlossen werden. Du Navigator. Das war Zulu, also Ulus. Richtig. Code des Doktors ist Joachim. Kriegen ganz viel Schaden rein. Erster Offizier ist Spock. Und der hieß K-Cops. Kirk fehlt noch, richtig? James Tiberius Kirk. Hier geht's nicht. Okay, können wir jetzt? Bitte, bitte, bitte. Wie lautet der Code des Captains? Krieg. Krieg, verdammt. Das Wasser teilt sich. Speichern. Da. Gib ihm. Oh, Todesroboter.